Nein. Wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone, Quatsch, Kopfhörerkunst. Wir haben heute chinesische Kopfhörer. Hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Es sind kabellose Over-Ear-Kopfhörer sind das sogar. Von Transmart. Das ist auch so eine relativ frische, junge chinesische Marke für Audioprodukte und Zubehör. Und die heißen Apollo Q10. Die gibt es sogar auch in Deutschland. Also ist jetzt nicht unbedingt so ein reines Importprodukt, ist aber im absoluten Low-Budget-Bereich. Und dann wisst ihr ja, da wird mir ins Gold gekriegt, wo ich da hände. Ist das Ding eigentlich gerade? Geht eigentlich, ne? Das ist nicht mal unbedingt ein Import. Also gibt es bei Import-Shop, gibt es aber auch bei Amazon zu kaufen, davon abgesehen. Aber die sind bei Geekbuying bedeutend günstiger. Da kosten nämlich 40 Euro und ich habe einen Gutscheincode bekommen. Ich verlinke den, ich schreibe den unten in die Videobeschreibung. Ist kein Import, das ist zwar Geekbuying, aber kommt trotzdem aus Deutschland. Auf Geekbuying bin ich bisher immer so ein bisschen weniger eingegangen, wollte ich mich eigentlich auch mal so ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber ich habe so wenig Zeit, gerade jetzt, wo Gearbest so ein bisschen wankt, wollte ich eigentlich mal noch ein Video machen, dass der Mutterkonzern von Gearbest nämlich ganz schön ein Problem hat, finanzielle Probleme. Und deshalb alles nicht mehr so glatt läuft, aber damit ich selbst noch dabei ist, alles auch auszutesten, wollte ich eigentlich mehr auf Geekbuying. Wie gesagt, habe ich mich einen Gutschein und da kosten nämlich die Kopfhörer 33,50 Euro. Und das ist nämlich dann ein wirklich sehr interessanter Preis. Wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kommt aus Deutschland und den Gutscheincode dann einfach eingeben in der Kopfabwicklung. 33,50 Euro, das ist schon ziemlich billig. Over-Ear ist natürlich ein bisschen mehr Material als das normale In-Ear-Kopfhörer. Dennoch haben die ANC, Active Noise Cancellation, mit 5 Mikrofonen. Normalerweise haben wir ja 2 oder 4 oder 6, aber 5. 5 ist eine ungewöhnliche Zahl. 40mm Dynamic Neodymium Treiber. Okay, für Hi-Fi-Sound bis zu 100 Stunden Spielzeit. 100 Stunden. Wir haben Touch-Steuerung, wir haben Bluetooth 5. Wir können den Voice Assistant ansprechen, wenn wir dann halt über Bluetooth 5 mit dem Smartphone verbunden sind. Und vor allem steht hier auch Smart App Control. Das heißt, offensichtlich gibt es eine App. 10 Minuten Ladezeit sollen 3 Stunden Spielzeit bringen. Also wird Quick Charge auch unterstützt. Also eigentlich muss ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Also vor allem halt für ein paar 30 Euro. Heißt natürlich nicht, dass auch gut klingen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wir haben eine Wertung bei Amazon von 3,9 von 5. Ja, das ist eigentlich noch ganz okay. Also sind wir dann bei rund 4 Sterne. Okay, was haben wir denn da? Eine Tasche ist dabei, okay. Damit wir die halt unterwegs transportieren können. Dann ist hier wahrscheinlich ein bisschen Dokumentation drin. Sprich eine Gebrauchsanweisung und ich lage richtig. Apollo Q10 Headset User Manual. Was ist denn da? Connect and Share. Warranty Registration. Okay, interessiert mich nicht. Chinesisch, Russisch, Französisch. Deutsch. Multilingual. Wunderbar. Und da wären sie auch schon. Oh, komm schon. Faltbar. Das ist schon mal nicht schlecht. Ach, hier oben auch noch Folie. Ah, Freunde, Plastik, das gefällt mir überhaupt gar nicht. So, hier haben wir schönes Kunstleder. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es nicht echt Krokodilleder ist oder vielleicht falsches Schlangenleder. Ist da eigentlich noch was drin? Nope. Doch. Was ist das? Ach, ein USB-Kabel ist auch dabei. USB-C, ein USB-C-Kabel. Also haben wir hier vermutlich USB-C, ansonsten würde das Kabel nicht keinen Sinn machen. Hier haben wir eine Taste, eine mechanische Taste gibt es also auch. Hier ist dann wahrscheinlich der Touch-Steuerungsbereich. Also ich muss so sagen, wie es ist. Also selbst für In-Ear-Kopfhörer werden die eigentlich relativ kostengünstig. Ich meine, rein von Datenblatt her, sind Over-Ear-Kopfhörer, wir haben ANC. Wir haben 5 Mikrofone und wir haben App-Support. Also wenn die jetzt noch ordentlich klingen, würde ich sagen, dann ist das auf jeden Fall in dem Preisbereich richtig vernünftig. Hier oben, das setzt sich dann so ein bisschen optisch ab, ja, das glänzt. Der Rest ist dann schwarz-matt. Ja, das, wie gesagt, das wird hier Kunstleder sein. Links und rechts schön beschriftet. Ansonsten sehen wir nicht viele Tasten. Ja, es gibt halt nur die eine. MFB. Wow, super selbsterklärend. MFB, nicht wahr? Ist ja bekannt, diese Abkürzung. Ich habe keinen Plan, was MFB ist. Aber das muss ja eigentlich ein Austaster sein, weil wie soll ich die sonst an- oder ausmachen. Ne, hier oben ist noch ein Taster. Ha! Der versteckt sich hier unter den Bügel. Ha, Sprachausgabe. Außer mal wie eine LED, die rot oder wahlweise blau leuchtet. Okay, wie Spunky Beat. Okay, ich starte mal die App. Ich habe jetzt hier meinen Floating Tab und verbinde das jetzt. Audio Connected hat gerade gesagt, habe ich gehört. Wunderbar. Ah ja, wir haben sicher eine Sprachausgabe. Ach nein, schaut mal, ich muss das hier erst auswählen. Deshalb stand da auch Spunky Beat. Deshalb haben wir das nicht gefunden. Hier muss ich in der Liste auswählen. Da sehen wir, was es noch so gibt. Apollo Air, Apollo Bald. Wir sehen, gibt es vor allem viele In-Ear-Kopfhörer. Ach, hier Transmart Studio gibt es auch noch einen Bluetooth-Lautsprecher. Okay, verbinden. Hat er jetzt natürlich, habe ich ja schon gemacht. Okay, und überträgt er jetzt sofort hier den Akkuladezustand. Das ist sogar voll. ANC ist on. Ach, kann ich hier einstellen. ANC on, ANC aus. On und aus. Da könnte man sich wohl nicht entscheiden, ob das Ganze jetzt hier auf Deutsch oder auf Englisch ausgegeben wird. Und Umgebungs... Was? Umgebungs was?
Hier steht nur Umgebungs. Also ich würde mal vermuten, dass wir hier drei Modi haben, nämlich ANC halt aktiviert und deaktiviert und dass das eine Art Transparency Mode ist. Das werde ich auch gleich mal austesten, aber Umgebungs ist jetzt nicht sehr aussagekräftig. Regler. Die Anweisungen zum Berühren der Ohrhörer lauten wie folgt. Okay. Also ich gehe mal davon aus, in dieser Einstellung hier kann ich das Touchpanel auf der linken rechten Seite kann ich die konfigurieren. Das finde ich immer super nice. Manchmal ist das halt voreingestellt, man kann es nicht ändern und irgendwie ist es blöd. Also voreingestellt haben wir hier Doppeltippen. Das ist halt Play, Pause. Nach oben wischen ist lauter, nach unten wischen ist leiser. Das überrascht mich doch jetzt schon ein bisschen sehr. Das heißt, wir können hier über die Kopfhörer wischen, also über die Ohrmuschel. Wischen Sie links und rechts vorheriges Lied oder im nächstes Lied, wo bin ich jetzt? Halten Sie 3 Sekunden gedrückt, das ist ANC, Ambient Reject Call auslösen. Also Reject Call auslösen, also einen Anruf ablehnen. Sehr gut. Und ja, kann ich jetzt hier antippen und kann ich das jetzt hier nochmal verändern. Das ist nicht schlecht. Das war's offensichtlich. Oh, Firmware-Aktualisierung gibt's auch. Ja, hier steht letzte Version. Aha, das kann ich nur antippen, wenn er gemerkt hat, dass es eine neue Version gibt für die Kopfhörer. Also, das hat... Oh, Benutzerhandbuch kann ich hier auch direkt anwählen. Das finde ich auch sexy. Ja, Tatsache, kommt jetzt hier das komplette User-Menü. Und vor allem gleich in Deutsch. Hat er auch gepeilt. Boah, wir haben Equalizer. Wir haben Equalizer in dem Preisbereich. Das hätte ich doch... Aber ja, ist auch nur ganz einfacher, so wie es scheint. Default ist eingestellt, die Bass... Vocal oder Hi-Fi können wir auswählen. Okay, es ist ein einfacher Equalizer. Also was uns jetzt hier so fehlt, ist, dass wir den halt individuell einstellen können. Also die Höhen, die Tiefen und die Mitten. Hä? Okay. Wir haben hier lediglich Bass, dann stimmenbetont, Hi-Fi, okay, und Default, Standardeinstellung. Was machen wir? Wir lassen mal Default und stellen das dann alles im Smartphone ein. Ich meine, ja, ist nur ein einfacher Equalizer, aber im Moment besser, als wäre halt gar keiner vorhanden. Dann hier halt mehrere gleichzeitig, dann verwaltet mehrere Geräte, wenn man mehrere Geräte von Transmart halt am Start hat. Hier kannst du noch trennen, das war's. Also, ich muss sagen, die App ist nicht so perfekt übersetzt, aber überrascht mich, positiv. Also das in dem Preisbereich, du hast halt schon drin. Schön. So, sehe ich dann aus. Ja, ich habe jetzt Noise Cancellation aktiviert, ich mach's mal aus. Und wenn ich Ambient anmache, dann höre ich mich sogar ziemlich laut. Okay, kommen wir erstmal zur Optik. So sehe ich aus. Geht eigentlich, oder? Also wie ihr gesehen habt, die sind ohrumschließend und sind wirklich unglaublich bequem. Und dichten auch schon, also auch ohne Noise Cancellation, auch ganz gut ab. So, die drei ANC-Modi. Ne? An, aus oder eben den Ambient-Mode. Erstmal das Rauschen, wenn man es abgeschaltet hat, weil natürlich kein Rauschen ist, klar. Bei aktiviertem ANC... Ein ganz, 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 ganz minimales Rauschen. Das ist wirklich nur wahrnehmbar, wenn man genau hinhört. Hat man Musik an oder irgendwas anderes, merkt man das nicht mehr. Beim Ambient-Mode traditionell hörbares Rauschen. Allerdings beeinflusst der ANC-Mode diesmal die Wiedergabe der Musik. Eigenartigerweise aber nicht wirklich negativ. Ich finde, wenn man ANC aktiviert hat, dann hat die Musik ein bisschen mehr Volumen und Tiefe. Keine Ahnung. Das ist vielleicht eine subjektive Wahrnehmung von mir, aber ich finde, dass die Wiedergabe der Musik dann eigentlich nicht... schlechter ist. Ich finde, mit deaktivierten ANC-Mode ist die Musik vielleicht ein Stückchen mehr verechot. Der ANC-Mode selber gibt ja nur an oder aus, den kann man also selbst nicht konfigurieren, ist aber ansonsten, sagen wir mal, ja, milder ANC-Mode. Das heißt, Hintergrundgeräusche werden leicht abgedämpft in der Tiefe und auch was das Volumen angeht, das ist so ein bisschen eingeschränkt, man nimmt es immer noch wahr. Wenn man jetzt so fragt, ja, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, es kommt halt auf die Akkulaufzeit an. Der ANC-Mode braucht natürlich zusätzlich Akku, ist ja klar, weil die Mikrofone involviert werden, würde ich aber trotzdem aktivieren, wenn man unterwegs ist. Warum nicht? Auch eine leichte Dämpfung ist immer noch eine Dämpfung. Zumal da es ja Over-Ear ist, hat man da ja auch schon mal eine ganz gute Geräuschdämpfung und dann noch mit dem ANC-Mode zusammen. Man hat letztendlich einfach eine Dämpfung und Hintergrundgeräusche und das macht das Ganze einfach ein bisschen angenehmer. Man kann schon ein Stück weit mehr in die Musik eintauchen. So, was ich jetzt auch vorher nicht gepeilt hatte, das Touchpanel befindet sich nur auf der rechten Seite, nicht auf der linken, ist aber klar haptisch definiert. Dieser kleine runde Bereich hier, der sich... Hoppla. Habe ich versehentlich die Musik aktiviert, dieser kleine runde Bereich hier, der sich optisch und haptisch so ein bisschen absetzt, finde ich super, weil den kann man gut ertasten. Und dann nach oben wischen, von links nach rechts wischen und Double Tap, funktioniert alles astrein. Ich habe rausgefunden, wofür diese Taste ist, das aktiviert den Sprachassistenten von eurem Smartphone. Da ist er auch schon. Also Bedienung, Tragekomfort, Funktionalität, astrein. Lautstärke, ihr könnt euch den Kopf wegschmettern, also das ist alles nicht das Drama. Tonqualität, muss ich sagen, ich meine, es sind günstige Kopfhörer, die gesagt, kosten 30 Euro und bei dem Funktionsumfang, da merkt man, hat man an der Stelle gespart. Also jetzt für Audiophile oder für diejenigen, die halt dem Musikgenuss frönen, wäre das wahrscheinlich nichts. Natürlich holt man sich da auch in dem Fall nicht unbedingt Low-Budget-Kopfhörer. Die Bässe, ja, da kommen wir recht tief runter. Das kommt natürlich auch darauf an, wie man Equalizer konfiguriert. Ist ja einer im Smartphone drinne und wir haben ja auch diesen einfachen Equalizer in der App. Finde ich auch ganz gut. Der macht auch tatsächlich einen guten Job. Das Ding ist wieder angemacht. Das heißt, wenn man Deep Bass einstellt, dann ist tatsächlich, dann wird auch tatsächlich der Bass betont. Default ist ein Standardmodus. Hi-Fi, ja, bringt tatsächlich so ein bisschen ausgeglicheneres Klangbild mit ein bisschen mehr Details.
Voice Mode fand ich nicht so geil. Verzerrt, das klang mir total. Also so Vocals stand der bloß da, wo man ja denkt, okay, den aktiviert man jetzt, wenn man eben sich Musik mit Gesang anhört, was ich ja eigentlich eher selten mache. Habe ich aber probiert und fand ich dann nicht so geil. Ich habe auch meinen internen Equalizer verwendet und da kann man sich das ja schon ein bisschen differenzierter einstellen, aber es ist wirklich schwierig, sich das so einzustellen, dass es klangt, dann wirklich geil klingt. Man kann sich zwar die Bässe ganz gut einstellen, so dass elektronische Musik zum Beispiel gut klingt, aber so anspruchsvollere Musik, zum Beispiel Jazz, hatte ich so ein bisschen, also ein bisschen peppigeren Jazz. Ich konnte mir das nicht so einstellen, dass es wirklich gut klingt. Gerade wenn man dann ein bisschen lauter hört, ist es so, dass halt gerade die hohen Frequenzen so durchstechen und dann einfach unangenehm in den Ohren klingeln. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich will so die besten Sound haben, ich glaube, der wäre dann In-Ear-Kopfhörer in dem Preisbereich vielleicht besser. Also Fazit, was Funktionsumfang angeht, Aktualität, also Bluetooth 5 haben wir im USB-C und auch die Bedienbarkeit und auch den Tragekomfort, muss ich sagen, ist in dem Preisbereich auf jeden Fall richtig gut. Auch den Konfigurierbare ANC-Modus, der soweit auch ganz vernünftig funktioniert. Und ich habe es jetzt nicht ausgetestet, aber ich habe auch was gelesen über die Akkulaufzeit und die ist richtig bombastisch. Also wer wirklich so auf maximale Ausstattung und Features steht, kann ich die absolut empfehlen. Was so das Klangbild eigentlich angeht, die Audioqualität, da findet man auch was anderes. In dem Preisbereich muss ich zugeben, bei Over-Ear-Kopfhörern, weiß ich nicht, da bin ich nicht so ganz auf dem aktuellen Stand. In-Ear auf jeden Fall. Over-Ear, aber da weiß ich nicht so genau. Vielleicht irgendwelche alten Kabel gebundenen? Ja, bestimmt. Also es sind wirklich schon ein paar chillige Kopfhörer, muss ich sagen. Und wenn das Klangbild noch so ein bisschen besser, könnte ich die absolut uneingeschränkt empfehlen. Aber so kennt ihr jetzt die Stärken und die Schwächen der Tronsmart Apollo Q10. Keine Ahnung, vielleicht wird später noch ein bisschen mit Software-Updates noch ein bisschen was geregelt, vielleicht noch ein bisschen was aus dem Ton rausgeholt. Bis dahin wisst ihr halt Bescheid. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode. Weil da werden die dann wirklich günstig und sind vielleicht für den einen oder anderen was. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.